Hallöchen Popöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Attack of the Earthlings. Wir machen jetzt weiter, versuchen uns jetzt so gut wie es geht hier durchzunudeln. Wir schauen jetzt einmal, was uns hier erwartet. Kannst da gar nicht durch, alles klar. Wir haben auch wieder 24 Biomasse, können also ordentlich was machen. Sein muss. Können wir die ja schon mal reinholen hier. Sollte ich lieber warten, weil der gerade hier auf die Tür zukommt, ne? Dann hole ich sie aber schon mal nach vorne. Ich habe keinen davor, weißt du? Der jetzt von dem hier 35 in den Nacken geklatscht. Der dreht sich jetzt rum, fängt an zu quietschen. Kriegt dann hier nochmal einen in den Nacken geklatscht. Wärmen wir hier alles voll. Mama, stellen wir mal nur hier vor die Tür. Da sind die anderen. Der bleibt da einfach stehen. Vielleicht ist das ein Job für dich hier. Gehen mal hin. Nein, oh, vorsichtig, ne? Du musst vorsichtig sein. Vorsichtig. Er dreht sich einfach nur alle paar Runden. Hier bin ich noch nicht. Aber da. Damn. Nee. Das war nicht gut. Der ist tot. Der ist tot. Den kann ich nicht mehr retten. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Kann ich den noch retten irgendwie? Ja, wieder wegholen. Oder hat einen abgekriegt und guckt jetzt so. Hm? Ballasch. Verwirrt, hä? Ich verwirrt, hä? Hier, den Bruno Mars hätten wir schon lange hier reinholen können. Oh, jetzt aber, weißt du, zweiter Versuch fertig. Aufessen. Dahin. Dahin. Ja. Das finde ich halt echt noch störend an dem Spiel. Da gibt es nur den einen Weg rein. Und den dicken da. Das heißt also, wir können mit einem dicken da oben hingehen. Und der andere geht nochmal hier hin. Und die Mutti brauchen wir gar nicht, ne? Wir machen Carlos hier hin. Carlos Santana. Also vier Gegner und brauchen gleich vier Einheiten. Einer, der hier lang läuft. Wenn der den angreift. Das läuft eigentlich ganz gut gerade. Auch hier einen und noch einen. Das müsste eigentlich gehen jetzt gleich. Oh, Gottchen. Okay.
jetzt gleich hier so ankommen, könnte ein Problem werden noch. Da muss nämlich jetzt gleich hin in der nächsten Runde, kotzen einmal, dann gucken die nämlich alle hier lang. Da lang guckt nach unten, also der guckt nach unten, der läuft jetzt hier hin. Hier stehe und kotze. Das mit. So. Jetzt wollen wir unseren Finisher machen. Heißt also 1. Genau, falsch rum. Stopp. Mach's 1 auf den. Ja. Du machst 1 auf den. Halt auch von hier. Stelle ich erst den ein. 1 auf den. Und du machst 1 auf den. Dann solltest du 1 auf den machen können, ohne gesehen zu werden. Und ausführen. Ja, Mann. Na, großartig. So viel zum Bohrer. Irgendjemand muss Dickingham davon Bericht erstatten. Meldet sich jemand freiwillig? Hätte ich auch nicht erwartet. Hallo? Gut. Gut, das war gar nicht so einfach. Das Level war für ein Anfangslevel zum Reinkommen richtig gut. Aber wie gesagt, echt nicht einfach. A-Bonus, ich weiß nicht, was das heißt. Benötigte Runden, 72. Weiter, bloß weiter, Leute. Bloß weiter. So, oh, wir sind in der Verwaltung. Sehr schön. Upgrades. Aber was können die denn? Stampft auf den Boden und erzeugt eine Schockwelle, die allen umstehenden Einheiten 35 Schaden zufügt, sogar durch Wände hindurch. Okay. Noch eine Angriffsaktion. Ich versuche gerade rauszufinden, was so wer kann. Okay, doppelter Schaden beim Angriff in den Rücken, das ist echt gut. Ich denke, wir werden... könnten eigentlich die beiden nehmen. Werden aber die beiden nehmen. Und in der nächsten Runde dann da weitermachen. Anders. Wir erforschen das. Und gehen in die Verwaltung. Vorzeitiges. In der Verwaltung schlägt das bürokratische Herz des Konzerns. Inmitten ratternder Drucker und klingelnder Telefone produzieren desillusionierte Bürodrohnen hier ein Spreadsheet nach dem anderen. Doch ihre Erlösung naht. Scheinbar ohne Grund hat Mr. Packer beschlossen, diese Abteilung mit seiner Präsenz zu beehren. Was könnte er wohl vorhaben? Erben? Oh, habe ich schon gemacht, Leute, habe ich schon gemacht. Alles gut. Ja, ja, ich behalte meine Punkte. I save my points, you know? Da ist Mr. Packer. Ich hoffe mal, dass dein Plan funktioniert, Packer. Ich habe die Jungs für unsere Filmmontage bei mir. Wir schauen Sternenkrieger 3, totale Apokalypse.
Kaltes Bier, Megapackung, gebuttertes Popcorn, 18.1 Surround Sound, das wird eine wahre audiovisuelle Orgie. So, wo, jawohl, Sir, Mr. Dickingham, Sir. Ich werde im Nu wieder im 7. sein. Ich hoffe, Ihnen wird der Film gefallen, Sir. Die Mesh-Schlacht am Ende ist einer meiner Lieb... Verdammt, Packer, keine Spoiler! Vollidiot, ich hasse Spoiler. Okay. Gut. Sind auf einem Scheißhaus. Können uns nichts. Da steht einer, dem ich direkt jetzt von Anfang an den Gar ausmachen könnte. Hat nicht mehr mit, glaube ich. Einfach. Ach, die kriegt das mit. Ja, nichts äußern. Ja, das ist mir doch egal. Geh auch nicht hin. Oh nein, oh nein. Stay there. Also wir essen den. Dann auch noch töten. Ich weiß halt nicht, wo der jetzt hier hin will, ne? Stellen mich mal Sicherheit um die Ecke. Vielleicht noch einen weiter. Ich weiß nicht, wann man hier gesehen wird. Kommt die Vogeltante raus und sieht, denn da steht. Alles aufgegessen. Hinten können wir von hinten angreifen. Kann ich aber nicht mehr angreifen. Okay. Dann lass uns noch eine Runde warten. Gucken, wo der jetzt hier hin will. Der ist ganz schlecht für mich. Nix. Das jetzt mache, kommt sie rein und sieht mich. Ich weiß halt nicht, wo der hier jetzt hin will. Der blockiert mich gerade. Blöde Sau. Alter, will der hier auf Scheißhaus oder wo will der hin? Oh. Mal was der davor hat, Junge. Der nächste Junge, ey, ich hätte den doch jetzt übernehmen können. Jetzt darf ich hier wieder warten auf dem Scheißhaus. Mann! Macht mir alles kaputt. Jetzt kommt da wieder so eine Tante. Hier wird nicht getrunken. Was ist los mit euch? Das kostet mich wie viel? Einer Drohne. Räucher? Nein. Aufessen. Dann haben wir nämlich einen für mich. Ja gut. Läuft. Klappt. Wo läuft die doofe Nuss da unten jetzt hin? Gar nichts wird, dann können wir einfach essen gehen.
mir noch einen hin. So, sie will wahrscheinlich zum Wasserspender. Wir essen die hier. Stellen uns schon mal hier vor die Tür. Das ist echt krass. Ich weiß nicht, ob die hier kommt. Ja, unwichtig. Oh, die haben mich alle nicht bewegt. Hä? Der kommt hier nicht vorbei, wegen dem? Lol. Die will nur an den Computer. Jetzt die tötet, kriegt er dann mit. Du auch den was mit und er kriegt. Jetzt, sie versucht zu flüchten. Okay, dann schnapp ich mir die. Jetzt eh nur an den Computer. Dann haben wir den nämlich auch tot. So, die sind jetzt richtig stark, Alter. 50. Da fährt eh nur in den Rücken an oder von der Seite. So, tschüss. Rennst hier nicht weg und verpetzt auch keinen. Essen. Kann schon mal essen, habe ich gesagt. Essen. Essen. Denn der will nicht. Der will nicht, wie ich das will. Jetzt will er. Da haben wir auch noch was zum Eaten. Können wir noch einen hinscheißen. Und unser Speerlein. Lunchtime. Oh, oh nee, ne? Geht dann mal weiter. Wir haben keinen gesehen. Der Drill Sergeant hier, wie man gerade sieht. Baue ich mir mal einen. Eigentlich will ich so einen noch haben. Da keiner mehr drin. Alle? Da sind mal welche. Lang. Schauen wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Also das hier ist der nächste. Da steht eine Wache vor. Ach, das ist eine Tür. Okay, hier ist eine Tür und da bin ich jetzt durch und dann hat der Typ hier gescannt, was ich machen soll, was meine Aufgabe eigentlich ist. Und dann sagt der Typ hier, der Roboter, deine Aufgabe ist es, alle Menschen zu töten. Hier haben wir noch einen. Gefährlich werden, der könnte da unten raus, ne? Ah, ich erinnere mich an meine Zeit da unten. Diese ganz wilden Bürogeschichten. Phil Stuhlstreiche, Andy selbstgebackene Brownies, wie Billy Janet in der Accounting-Abteilung geheiratet hat. Was für eine Zeit. Was für eine furchtbare Zeit.
Wie dem auch sei, haltet die Augen offen, wenn ihr etwas seht, etwas Ungewöhnliches, dann meldet euch bei mir, aber auch nur bei mir. Junge, ich melde mich bei dir, aber sowas von. Haben wir jetzt alle meine Einheiten geholt? Hier steht noch eine rum. Ja. Hier hin. Kannst eh nicht mehr weiter. Dr. Dre. Dre, haha, wie lustig. Kannst mal Dr. Dre einen Besuch abstatten gehen. Setz dich mal hier an die Tür. Setz dich mal hier an die Tür. So scheiße, jetzt hab ich's noch falsch rum gemacht. Na egal. Und dann bleibst du mal hier noch stehen, damit wir sehen, wer wo ist. Hey. Was sagen? Tauschen. Da oben an der Tür. Ich meine, warum wurde ich dazu programmiert zu lieben? Ja. Alle die ich liebe, sterben am Ende. Wie es scheint, ist unsere Zeit fast vorbei. Okay, also das ist ein Psychiater und der hat einen Roboter auf dem Stuhl, also. Oh Gott, das passiert schon wieder. Nein. Ja, es tut mir doch auch leid, Junge. Was soll ich machen? Ich brauche Biomasse. Bio und Mass brauche ich. Verstehst du? Kannst dann den gleich töten, dann gehen wir rein und töten den anderen. Kann ich mal diese Schallwelle angucken? Okay, wenn ich dann dahinter stehe, kann ich den treffen. So weit gelaufen. Der will hier hin. Ach, der will an den Wasserspender. Meine Zeit, um hier reinzuschleimen. Ach, das ärgert mich jetzt. Ich stehe mit dem hier im Weg. Nehmen wir uns mal hier hin. Und müssen jetzt leider nochmal zwei, drei Runden abwarten, bis der da getrunken hat. Der wird natürlich geweckt, sobald er hier... Ja, du kommst ja nicht bis da hinten hin. Also von daher, bis hier vorne hin, ranrücken, warten. Wieder zurück. Umweg gehen. Warten wir noch eine Runde, bis der getrunken hat. Dass der sich jetzt nicht rumdreht, nervt mich. Jetzt könnte ich jetzt, wenn er jetzt stehen bleibt, habe ich beide. Ja, dann habe ich jetzt beide. Er kriegt... Quatsch, was mache ich da? Du nimmst den. Du nimmst den. Und ausführen. Könnt ihr noch lecker essen hier. Mama kommt dann auch wieder rein. Und du läufst mal direkt. Also kommt jetzt gar nicht mehr vorbei, ne? Ja, auf. Ne, ne? Locket. Locked. Bitte weiter. Die ist unlocked. Die Tür ist zu. Für da drin. Der war ein zu nah.
So ein Rückspulwarten wäre noch gut. Weil jetzt bin ich eins so weit gelaufen, hab nicht aufgepasst. Wäre mir jetzt ganz lieb, wenn ich eins zurückgehen könnte. Is not possible. But it's okay. Mensch, wo ist dein? Das ist eine unheimliche Arbeitskleidung. Wo ist dein? Ich hab gar keine Ahnung. Wir holen die erstmal alle hier hin. Und spitten uns dann noch einen, wenn wir das noch können. Ja, wir können noch. Wir sehen hier leider gar keinen. Auch noch einen Raum, aber da kann er drin. Da sehen wir einen wieder. Da. Können ja mal vordringen mit dem hier, weil der den meisten Schaden macht. Komm, lauf auch. Mal mit, kleiner Mann. Als wir dich gleich entwickeln können. Jetzt stehen. Okay, also hier kommt keiner hin. Den angreifen lädt er uns. Ist mir voll in die Falle gegangen. Deine rohe Stärke kann sich nicht mit dem überlegenen menschlichen Intellekt messen. Hacker, unsere Soundqualität ist etwas lasch. Ich habe daher die Energie von deinem Bereich umgeleitet, um dem Ganzen hier etwas mehr Schmackes zu geben. Oh, und viel Glück mit deiner großen Falle. Gib den Viechern ordentlich was auf die Mütze. Moment, Moment, Sir. Große Güte, Johnson, hast du dich gerade vollgepinkelt? Also gut, Plan B. Blitz it. Bring deine Männer hier runter. Blitz it. Das ist jetzt ein bisschen scheiße, dass die Tante da jetzt steht. Banshees gehören zu den gefährlichsten Einheiten im Arsenal von Galactoil. Ihre Schwerter durchdringen Rüstung und ihre Blendgranaten werden alle getroffenen Schwärmer benommen machen. Null Angriffaktion. Außerdem explodieren Banshees bei ihrem Tod und fügen dabei allen umherstehenden Einheiten Schaden zu. Sie sollten daher aus der Ferne von Spucklingen bekämpft werden. Du kannst dir die Fähigkeit von Feinden ansehen, indem du sie auswählst. Feindliche Fähigkeiten werden über deren Porträt angezeigt. Okay. Kann meine Mama jetzt hier nicht bewegen. Ist etwas schlecht gerade. Okay. Wir versuchen's. Ich habe keine Ahnung. Ha! Viel Spaß. Das hier sind 18,3 Zoll des besten Stahls, der Galactoil zu bieten hat. Das wird in einer Enttäuschung enden, genau wie meine letzte Ehe. Okay. Das da oben sind Ventilatoren. Wo führt der hin? So. Ein Schiss, wenn ich ehrlich bin.
nochmal Entdeckung. Wir evolutionieren uns zu dem da. Und gehen dann mal da rein. Gucken, was hier. Haben wir noch so viel AP? Ein AP. Hilfe, Mr. Marty Croft läuft wieder amok. Schnell, lenk ihn mit Logikfehlern ab. Diese Feststellung ist inkorrekt. Töte den Zivilisten, um den defekten Mr. Marty. Marty Vatio. Boah, der scheiß Name. Da kommt noch mehr. Okay. Ecke kommt. Aus angreifen. So, jetzt kannst du aber mal hier hin und zeigen, was hier ist. Dann können wir dem nämlich schon mal in den Rücken stabben gleich. Das ist schon mal geil. Oben kommt auch einer. In mal näher kommen, das ist kein Problem. Den kriege ich locker. Den habe ich jetzt auch. Gut. Einer. Du heraus in den Rücken. Essen. Wieder da rein. Aber echt Trumpfärmel eigentlich, ne? Ich bin gerade im Überlegen, ob ich den jetzt hier platt machen will. Wenn der jetzt rauskommt, habe ich wieder keinen, den ich hier reinknattern kann. Ist egal, ich will den verrückten Roboter da sehen, Alter. Sind bei 33 Minuten, Alter! Machen die Runde machen wir bis 40. Vielleicht habe ich die Verlässlichkeit unseres besten Stahls überschätzt. Oh oh. Die alle her. Marschen. Dass der rauskommt. Nein. Okay, du machst meinen Speer kaputt. Das ist nicht nett. Den Rüstung. Verwaltung so reaktiviert, Angestellten Disziplinierungsmodus aktiv. Okay.
Wir haben den bekloppten Roboter freigelassen. So, wir stellen uns wieder hier hin mit der. Shit. Was kostet mich spucken? Kann ich jetzt gar nicht machen, ne? Okay. Den habe ich. Habe ich. Der wird jetzt ein Problem. Weil ich spucken kann. Nein, da kommen ja noch mehr. Heiliger Flickflack. Nein! Das ist nicht gut, weil... Weil falsch in die Hose geht gleich. Gehen alle her, Alter. Ich hätte schon lange den von oben aus dem Raum mit dem Roboter noch nutzen können, aber den habe ich nicht auf dem Schirm. Da war eine, vielleicht eine Meldung noch, du hast nicht alle Einheiten bewegt. Ja, ja, der kommt jetzt auch noch hier ran. Also. Eine Runde aussetzen, ne? Shit! Wird selber derbst verkackt. Falle setzen. Mama, du musst den angreifen, Mann. Nimm was ein. Fuck it! Ja. Machen wir wenigstens den hier. Ach, das geht ja auch nicht. Ja. Okay, hör mal zu. Das Ganze ist einfach nur ein Missverständnis. Wie wär's, wenn ich dir einen Knochen zuwerfe und wir vergessen die Sache? Ey, der darf einfach mehrmals angreifen. Scheiße. Gut, dann mache ich jetzt hier einen Cut, weil gestorben. Wir laden aber hoffentlich irgendwie da direkt wieder, so dass wir jetzt ein bisschen organisierter umgehen können. Oh, hier, Alter, leck mich am Arsch. Ja, okay, krass. Lasst einen Daumen nach oben da, kommentieren und vor allen Dingen abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Attack of the Earthlings. Haut rein. Ciao.